Klimawandel. In dieser Predigtreihe geht es um das, was das Evangelium macht mit dir, mit deinem Leben, mit deiner Beziehung zu Gott, zu den Menschen und mit dieser Welt. Und heute spreche ich darüber, wie das Evangelium korrigiert. Glaubwürdig korrigieren, das können wir am besten in glaubwürdigen Beziehungen. Eine Beziehung, die hält viel aus, wenn sie ehrlich ist. In einer ehrlichen Beziehung, da bin ich bereit, mich korrigieren zu lassen oder auch mal jemand anderes was rückzumelden. Von wem lässt du dich korrigieren? Von einem guten Freund? Von der Kollegin? Von Nachbarn? Von deinen Eltern? Von deinen Kindern? Glaubwürdige Beziehungen sind wichtig, die schaffen Vertrautheit. Und ganz ähnlich ist es auch in unserer Beziehung mit Gott. Im Neuen Testament, also im hinteren Teil deiner Bibel, ist oft davon die Rede, dass wir Gottes Kinder sind. Und aus diesem Teil, da habe ich heute mal zwei Verse mitgebracht aus dem Brief des Paulus an die Epheser im 5. Kapitel. Darin heißt es: So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Du bist Gottes geliebtes Kind, das sagt dir Paulus an dieser Stelle zu. So wie du bist, mit dem, was du gerade hast und mitbringst, bist du angenommen bei Gott, da holt dich Gott ab, da startet Gott mit dir. Auch ganz unabhängig, wie du selbst über dich denkst, wie du denkst über Gott, über andere. Du bist von Gott zuerst geliebt. Der Ausgangspunkt, darin geht die Geschichte immer los. Und Paulus schreibt diesen Brief an Adressaten, die an ihrem eigenen Bild von Gott so einiges zu korrigieren hatten. Das waren nämlich mal eigentlich Heiden in der antiken Stadt Ephesus. Bevor sie Christen wurden, glaubten sie an ein ganzes Spektrum von Göttinnen und Göttern, gaben sich ihnen hin in ausschweifenden Kulten und von denen hatten sie sich viel versprochen. Für Erfolg, für Ansehen, für Glück oder auch einfach, um mal ihre Probleme zu vergessen im Rausch. Für die Menschen von damals boten Göttinnen und Götter ein ganzes Spektrum an, das zu bedienen. Vermeintlich. Und seine Leute in Ephesus spricht Paulus nun an und sagt: Leute, ihr seid geliebte Kinder des einen Gottes. Und an anderer Stelle in dem Brief sagt er auch: Du bist von Ewigkeit her von Gott erwählt. Gott hat dich von Anfang an geliebt. Und das heißt im Umkehrschluss: An euren alten Bildern von Gott und den sogenannten Göttern, da war so einiges falsch, da gab es so einiges zu korrigieren. Ich selber musste in meinem Leben nie an heidnische Götter glauben und ich vermute mal ganz stark, bei dir ist es ähnlich. Bei uns Menschen von heute bleibt die Frage aber akut: Was ist das eigentlich für ein Bild von Gott, das ich mit mir rumtrage? Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob deine christliche Prägung jetzt stark ist oder nicht so stark. Was kommt dir dabei auf für ein Bild, wenn du den Ausdruck Gott hörst? Assoziierst du überhaupt ein Bild? Hast du Gefühle, die aufkommen? Manche Menschen sind vielleicht wirklich sehr hartgesottene Atheisten, die Gottes Existenz mit aller Konsequenz leugnen, soweit sie meinen, es zu können. Ich glaube aber, dass ganz viele Menschen doch schon eine Ahnung haben von etwas Göttlichem, das hinter dieser sichtbaren Welt steckt, das hinter dieser sichtbaren Welt lebt und wirkt, dass wir es mit Gott zu tun haben, mit etwas, das uns im Sichtbaren begegnet, aber darüber hinaus noch viel größer ist, unsichtbar. Und dass das Sichtbare alles übersteigt.
Wenn ich meinen Blick nur auf diese sichtbare Welt richte, allein auf das, was vor Augen liegt, dann wird das auf Dauer auch schon mal ganz schön schwierig und anstrengend. Ihr kennt das. Kriege, Armut, Hunger, politische Zerrissenheit in unserem Land. Endliches Dasein ist anstrengend, endliches Dasein ist schwierig und es ist rätselhaft. Und wenn ich meinen Blick allein auf dieses endliche Dasein habe, dann kann das auch abfärben auf mein Bild von Gott. Dann ist Gott so etwas wie eine dunkle Macht des Schicksals oder so etwas. Und das Evangelium konfrontiert uns so, dass es jetzt nicht leugnet, dass wir ein irdisches Schicksal haben. Das haben wir alle irgendwie. Du kennst das aus deinem Alltag. Hauptsache gesund, Hauptsache sicheres Einkommen, gutes Auskommen mit meinen Lieben, mit meinen Freunden, Kollegen und natürlich immer mal etwas Glück und Vergnügen zur Aufrechterhaltung des seelischen Gleichgewichtes. Das kennst du. Bist du Christ oder nicht, du kennst das. Wenn du nun dem Evangelium begegnest, dann kriegst du folgende Botschaft. Gott ist nicht dein endliches Schicksal. Wenn du mit Gott vertraut bist, dann ist das Vertrautsein mit deinem Schicksal noch viel mehr. Es geht nicht darin auf. Gott hat dich nämlich schon im Mutterleib bereitet. Gott kannte dich schon und liebte dich schon, ehe deine Eltern sich kennengelernt haben, ehe die Erde gemacht war, ehe es überhaupt Menschen gab. Jesus nennt Gott unseren himmlischen Vater. Der himmlische Vater, der dich kennt, der dir das geben will, was du brauchst und der eine Beziehung haben will mit dir, jetzt und in Ewigkeit. Es bleibt nicht ohne Folgen, wenn du dich auf diesen Gott einlässt. Das heißt dann nämlich auch bereit zu sein, die eigene Perspektive aufs Leben, auf dich selbst, auf Gott korrigieren zu lassen. Unsere gewohnte Perspektive, die bleibt gerne hängen im Alltag, im Schicksal, im täglichen irdischen Trott und lässt sich auch gern davon begrenzen. Gott gibt uns auch Grenzen, aber die Grenzen bei Gott, die sehen anders aus. Die Grenzen bei Gott, das sind Spielregeln, Rahmenbedingungen für unser Leben. Die Bibel nennt sie Gottes Gebote. Ich stelle dir jetzt mal ein paar Fragen und ich verspreche dir, du musst nicht laut antworten. Hast du schon einmal geklaut? Hast du schon einmal gelogen? Hast du schon mal einen Menschen, auf den du sauer warst, mit einem abwertenden Kraftausdruck belegt? Hast du schon mal eine Person, mit der du nicht verheiratet bist, lüstern angeschaut? So, das reicht jetzt erstmal. Nimm mal bei Gelegenheit die 10 Gebote zur Kenntnis und lies im Matthäusevangelium die Bergpredigt und sei ehrlich zu dir selbst. Gott gibt uns Gebote für unser Leben und wir Menschen vermasseln es tagtäglich nach allen Regeln der Kunst. Ich selber habe mich schon längst in meinem Leben vor Gott disqualifiziert und wenn mir ein zurechnungsfähiger, erwachsener Mensch glaubwürdig versichern kann, dass er sich nicht disqualifiziert hat, dann kriegt er von mir 200 Euro. Ich erwähnte eingangs die Stelle von Paulus im Brief an die Epheser im 5. Kapitel. Ich komme nochmal auf den 2. Vers zu sprechen. Wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch.
Christus hat sich selbst gegeben für dich und mich. Das heißt so viel wie, wir haben mit unseren Verfehlungen eigentlich so einen riesengroßen Berg angehäuft in unserem Leben, der lässt sich eigentlich gar nicht mehr korrigieren. Und jetzt die Botschaft. Gottes ganzes Gericht, Gottes ganze Strafe über diesen ganzen riesen Elendsberg, die ist schon längst ergangen über dich und über mich. Und es lässt sich auch gut datieren, wann und wo das war. Auf dem Berg Golgatha bei Jerusalem, früher Nachmittag, nach gängiger Forschungsmeinung, 7. April 30 nach Christus. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er liebte Menschen wie dich und mich, ehrlich, selbstlos und leidenschaftlich und so sehr, dass er wirklich alles auf sich nahm, was uns von Gott trennt, was wir selbst verschuldet haben. Gottes Sohn blutete dafür am Kreuz mit tödlichem Ausgang. So ungefähr der grundlegende Tatbestand des Evangeliums. Du hast es heute vielleicht zum 500. Male gehört oder vielleicht auch zum ersten Mal. Die entscheidende Frage an dieser Geschichte, die dich und mich herausfordert, das ist die: Was ist mir selbst dieser Einsatz wert, den Gott für mich gezeigt hat? Ich bin Gott so viel wert, dass er das Leben seines einzigen Sohnes für mich hingab. Nehme ich das für mich selbst in Anspruch? Diese Geschichte mit dem Kreuz auf dem Berg bei Jerusalem, die ist ein einmaliges Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Die Geschichte, die Gott durchlebt mit dir und mir, die beginnt jeden Morgen neu. Im 10. Psalm, das ist so im mittleren Teil deiner Bibel, im 10. Psalm, da steht ein Gebet. Und da sagt der Beter: Du siehst es doch, denn du schaust das Elend und den Jammer, es steht in deinen Händen. Unser Elend und Jammer, es steht in den Händen Gottes. Ich lese das so: Sind die Nägel, die die Hände von Gottes Sohn am Kreuz durchbohren. Gott kennt uns mit all unseren Fehlern, Macken, Ecken und Abgründen. Und es bringt nichts vor Gott, um den heißen Brei drumherum zu reden. Du musst es nicht um jeden Preis vor deinen Mitmenschen tun, aber vor Gott darfst du ungeschminkt reinen Wein einschenken. Und diese einmalige Sache in der Menschheitsgeschichte auf dem Berg bei Jerusalem, die ging noch weiter. Sie legten Gottes Sohn ins Grab, nachdem er gestorben war. 3 Tage später war das Grab leer und der Stein vor dem Eingang weggerollt. Keine Leiche mehr drin. Jesus war auferstanden, erschien vor seinen Jüngern und hier kommen jetzt wieder seine Hände ins Spiel. Er zeigt ihnen nämlich seine Hände und sagt: Friede sei mit euch. Dass Jesus gestorben ist und auferstanden, das hat er gemacht, damit er auch heute dir und mir seine Hände zeigen kann und sagen: Friede sei mit dir. Ich habe meinen Frieden gemacht mit dir, mit deiner Geschichte. Du kannst deine ganze Geschichte vor mich hinlegen. Du kannst alles aus deiner Geschichte vor mich hinlegen und sage nicht: Oh nein, das ist ja so schlimm, das ist ja so dumm, das ist ja so abgründig, das kann ich Jesus doch gar nicht erzählen. Doch, genau das kannst du Jesus erzählen. Genau dafür ist er ans Kreuz gegangen, damit du ihm das erzählen kannst. Dafür ist er ans Kreuz gegangen, auferstanden, in den Himmel gefahren, damit er dir heute seine Hand gibt und sagt: Meinen Frieden gebe ich dir, du gibst mir deinen Müll, ich gebe dir deinen Frieden. Da, wo du drin stehst, da reiche ich dir meine Hand, da trage ich dich durch und ich gehe mit dir zusammen den nächsten Schritt. So ungefähr sieht das aus, wenn man sich korrigieren lässt vom Evangelium.
Jesus klagt dich nicht an für deine Fehler. Das ist ganz wichtig. Die Aufgabe des Anklägers, die übernimmt in der Bibel jemand anders. Man kennt ihn als den Teufel. Jesus klagt nicht an, Gott klagt nicht an. Jesus nimmt deine Fehler in sich auf, der löscht sie aus wie ein Word-Dokument und lässt deine Liebe in vollem Schwall auf dich herabströmen. Paulus schreibt, wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Wandelt in der Liebe. Ich gebe dir einen letzten Impuls darüber, wie das Evangelium korrigiert. Es korrigiert deine Sicht auf andere Menschen. Denk mal an die Mitmenschen, denen du jetzt in der kommenden Woche begegnest. Wie begegnest du ihnen? Sie kennen vielleicht Jesus nicht, aber sie kennen dich. Reich du ihnen mal deine Hand. Jesus hat diese Menschen genauso lieb wie dich. Willst du mal anderen Menschen Gott zeigen? Dann ruf Jesus bei seinem Namen an und lass ihn wirken in deiner Begegnung mit den anderen. Lass dich wirklich von Jesus lieben. Und du wirst auch zu einem lieblichen Geruch für andere. Gottes Friede, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.